Es war ein schöner Tag, ruhig und sonnig. An diesem Tag, dem 11. September, hätte ich eigentlich sterben sollen. Bruno Delanger war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich traf einfach eine Reihe von Entscheidungen, die sich als richtig erwiesen und dazu führten, dass ich am Leben blieb. Ich hätte eigentlich sterben sollen, wie so viele andere. Warum bin ich am Leben? Ich will es lieber gar nicht wissen. Bruno Delanger, ein Franzose in New York, überlebte den tödlichsten Terroranschlag der Geschichte. 2735 Menschen sterben, als am 11. September 2001 zwei von Terroristen entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers rasen. Um 8.46 Uhr an diesem Morgen sitzt Delanger am Schreibtisch seines Büros in der 47. Etage des Nordturms. Zur gleichen Zeit fahren John Pekowski und Colin Richardson in ihrem üblichen Fahrstuhl und finden sich kurz darauf im 50. Stock in einem brennenden Albtraum wieder. Ich sage oft zu Leuten, du weißt nicht, was dich einmal retten wird. Brian Clarks Büro liegt genau dort, wo das zweite Flugzeug in den Südturm einschlägt. Mitten im Inferno hat er eine wundersame Begegnung. Und dann rief dieser völlig Fremde: Halleluja, ich bin gerettet! Feuerwehrmann Jay Jonas und seine Crew kämpfen im Nordturm gegen die Flammen. An jenem Tag verlieren 343 seiner Kameraden ihr Leben. Ich bin der Einzige aus dieser Gruppe, der überlebt hat. Alle anderen starben. Bruno Delanger, John Pekowski, Brian Clark und Jay Jonas. Vier ganz normale Leute, die an diesem Tag das Unvorstellbare erleben. Dies ist die Geschichte des 11. September in den Worten dieser Männer, die an verschiedenen Orten im Inferno der Twin Towers gefangen waren. Hier erzählen sie von ihrem ganz persönlichen Kampf ums Überleben. Is the news leader, ABC 7 Eyewitness News. Bilder vom Morgen des 11. September 2001 gegen 6.30 Uhr, 3 Stunden und 15 Minuten vor dem ersten Einschlag. Der Wetterbericht verheißt einen herrlichen Tag. Bruno Delanger macht sich auf den Weg zur Arbeit. Es war ein wirklich schöner Tag. Ich wohne in der 22. Straße und lief zur U-Bahn-Station an der 23. Es war 7.15 Uhr. Der Unternehmer Bruno Delanger fährt wie jeden Morgen mit der Metro zur Arbeit. Die Büros seiner Consulting-Firma Quint Amasis befinden sich auf der 47. Etage im Nordturm des World Trade Centers. An der Cortlandt Street stieg ich aus. Dieser Bahnhof war etwas Besonderes. Er befand sich direkt im Einkaufszentrum unter dem World Trade Center. 1973 wird das World Trade Center eingeweiht. Ein Komplex von 7 Gebäuden, eine Stadt in der Stadt. Das stolze Monument der amerikanischen Wirtschaft beherbergt 1200 Unternehmen und 700 Geschäfte. 50.000 Menschen arbeiten dort. Täglich werden über 100.000 Besucher gezählt. Die Twin Towers waren der Bezugspunkt für alle New Yorker. Egal, wo du dich in der Stadt befandest, die beiden Türme im Süden Manhattans gaben dir Orientierung. Das World Trade Center funktionierte als Kompass für jeden, der in New York unterwegs war. Der Nordturm mit der Antenne und sein südlicher Zwilling sind mit ihren 110 Stockwerken stolze 420 Meter hoch. Ihr Motto? Manche von uns werden dem Himmel nie näher sein. Um 8.15 Uhr stand ich vor den Expressaufzügen. Ich wollte gerade einsteigen, als ich meinen Freund, den Fahrstuhlwachmann, sah. Ein großer, schwarzer Kerl, unglaublich sympathisch. Wir begrüßten uns immer. On se salue toujours.
Auf der 44. Etage stieg ich aus und lief 10 Meter den Gang entlang zu den lokalen Aufzügen. Ich fuhr in die 47. Etage, wo meine Firma Quint Amassis war, und ging zu meinem Büro. Ich war immer stolz, wenn ich meinen Namen an der Tür las. Es war mein Kindheitstraum gewesen, eine eigene Firma in einem der höchsten Gebäude der Welt zu haben. Der Blick aus dem Fenster war fantastisch. An jenem Morgen nahm ich mir die Zeit, die Aussicht zu genießen. Es war wirklich ein herrlicher Tag. Um 8.45 Uhr sind etwa 18.000 Menschen in ihren Büros oder auf dem Weg zu einem der 95 Fahrstühle der Twin Towers. Unter ihnen, wie jeden Tag, auch John Pekowski, der Sicherheitschef der Hafenbehörde von New York und New Jersey. Kurz vor 9 betrat ich den Expressaufzug. Ich wollte rauf in den 67. Stock. Ich stieg wie üblich auf der 44. Etage in einen der lokalen Lifts um. Von dort ging es rauf in die 67. Etage. Unter den anderen Stammgästen des Fahrstuhls ist auch der Bauingenieur Colin Richardson. Ich frühstückte unten in der Cafeteria und fuhr dann rauf in den 44. Stock, wo ich immer umstieg. Im Lift sah ich ein paar bekannte Gesichter, einen Kollegen aus der Straßenbaubehörde und einen Fensterputzer, der mir häufiger im Gebäude begegnete. Jetzt stand er mit mir im Fahrstuhl, samt seinem Eimer und dem Abzieher. Der Aufzug bewegte sich. Wir fuhren nach oben. Ich las meine E-Mails, als ich plötzlich ein furchterregendes Geräusch hörte. Ich blickte auf und da war das Flugzeug. Es krachte direkt in den Turm. Um 8.43 Uhr nimmt die von Terroristen gekaperte Boeing 767 der American Airlines Kurs auf das World Trade Center. Um 8.46 Uhr und 30 Sekunden schlägt sie mit 750 Kilometern pro Stunde zwischen der 93. und 99. Etage des Nordturms ein. Wenige Straßenblöcke entfernt, im Herzen der Insel Manhattan, liegt die Feuerwache der bekannten Einheit Dragonfighters aus Chinatown. Captain Jay Jonas kommt gerade aus der Nachtschicht, als der Notruf eingeht. Um 8.45 Uhr hörte ich einen großen Jet über mir. Dann eine laute Explosion. Der Dienstleiter meldete sich über die Sprechanlage. Ein Flugzeug sei gerade ins World Trade Center geflogen. Ich lief raus, um zu schauen, ob man etwas sehen konnte. Tatsächlich entdeckte ich eine riesige Rauchwolke, die sich quer über den Himmel zog. Brian Clark arbeitet damals bei dem Finanzdienstleister Eurobrokers mit Büros auf der 84. Etage des Südturms. Um 8.46 Uhr hörte ich dieses laute Bumm, Bumm. Nicht wirklich nah, aber doch zu hören. Das Deckenlicht flackerte. Ich blickte erschrocken hoch. Was war passiert? Dann sah ich Feuer, direkt hinter mir, nur ein paar Meter entfernt. Flammen, die auf der 84. Etage gegen das Glas schlugen. Und dann diese unglaubliche Schuttlawine. Fassadenstücke, Kerosin, Flugzeugreste, vielleicht auch Körperteile. All das stürzte an unserem Fenster vorbei und wir sahen entsetzt zu. Das Undenkbare wird Wirklichkeit. Binnen Sekunden verwandelt sich der Nordturm in eine Feuerfalle. Bruno Delanger ist in seinem Büro im 47. Stock.
John Pekowski und Colin Richardson sind im Lift nicht weit davon entfernt. Jay Jonas verlässt die 5 Minuten entfernte Feuerwache. Brian Clark blickt aus dem Fenster im 84. Stock des Südturms. Vielleicht 5 Minuten nach dem Aufprall sahen wir, nein, ich hörte es, ich schaute weg, doch ich hörte, dass bereits einige aus den Fenstern in den oberen Stockwerken sprangen. Ich wollte das auf keinen Fall mit ansehen. Wenige Minuten nach dem Angriff stürzen sich die ersten Verzweifelten, gefangen oberhalb der brennenden Stockwerke, in die Tiefe. Im Fahrstuhl auf dem Weg in die 67. Etage ahnen Pekowski und Richardson noch nicht, welches Drama sich draußen abspielt. Dann beginnt ihre Kabine zu sinken. Ich hatte den Eindruck, dass wir ziemlich nah an der 67. Etage waren. Dann spürte ich einen heftigen Schlag. Wir wurden gegen die Wand geschleudert. Das Gebäude bebte, als hätte es eine Explosion gegeben. Der Lift fiel nach unten, bis er schließlich zum Stehen kam. Es war kein abrupter Stopp. Es ging ganz langsam. Ich nahm an, dass die Notbremsen anspannen. Über die Gegensprechanlage des Aufzugs riefen wir in der Zentrale an. Doch niemand antwortete. John Pekowski sagte, wir müssten raus aus der Kabine. Es war offensichtlich, dass wir es auf eigene Faust versuchen mussten. Niemand würde kommen und uns retten. Die Männer im Fahrstuhl wissen noch nicht, in welcher tödlichen Gefahr sie sich befinden. Tonnen von brennendem Kerosin stürzen die Fahrstuhlschächte hinab und explodieren in der Eingangshalle. Am 11. September sterben nach einer Schätzung mindestens 200 Menschen in den Aufzügen des World Trade Centers. In seinem Büro auf der 47. Etage ist sich Bruno Delanger immer noch nicht des Ernstes der Lage bewusst. Der Turm schwankte immer noch. Meine Kollegin Suzanne im Nachbarraum fragte, was zum Teufel da los sei. Ich hatte ja gesehen, was geschehen war. Mach dir keine Sorgen, sagte ich zu ihr. Es war ein Flugzeug. In diesem Augenblick dachte ich sofort an ein früheres Kapitel der Geschichte New Yorks, als an einem nebligen Tag in den 40er Jahren ein Bomber ins Empire State Building flog. Die 59. Etage wurde am stärksten getroffen. Manche hielten es für eine japanische Ballonbombe. Das Empire State Building steht noch. Dass etwas so Stabiles wie das World Trade Center, eine Konstante meines Lebens, einstürzen könnte, war für mich undenkbar. So etwas kam mir nicht einmal in den Sinn. Ich dachte nur, was für ein Idiot, weiß nicht, wie man ein Flugzeug steuert. Und jetzt? Verlieren wir ein paar Arbeitstage? Es wird Alarm ausgelöst. Und Feuerwehrleute aus allen Wachen New Yorks eilen zum Ort der Tragödie. Von der Manhattan Bridge aus hatten wir einen Panoramablick auf Lower Manhattan. Ich sah die riesigen Löcher, die das Flugzeug ins World Trade Center gerissen hatte, das Feuer und den Rauch, der aus dem Gebäude kam. Mich hat dieser Anblick erschüttert. Ein derartiges Ereignis unmittelbar in Echtzeit mitzuerleben, das nimmt einen ziemlich mit. Ich fragte mich, wie viele Menschen jetzt wohl meine Hilfe brauchten. Nach dem Autobombenanschlag auf den Nordturm im Jahr 1993 wurden Evakuierungsübungen eingeführt. Sie gaben den Leuten womöglich ein falsches Gefühl der Sicherheit. Es herrscht keine Gefahr. Die Notleuchten im Gebäude blinkten und aus den Lautsprechern ertönte eine Stimme. Meine Damen und Herren, Gebäude 2, der Südturm ist sicher. Sie müssen das Gebäude nicht verlassen. Eine absurde Anweisung, während die Katastrophe im Nordturm ihren Lauf nimmt. Dichter Rauch drang in den Aufzug. Wir konnten bald kaum noch atmen. Es wurde sehr schnell heiß. Das war, wie wir später erfuhren, das Kerosin, das in den Etagen über uns brannte. Er sagte, wir müssen hier raus. Wir versuchten, die Fahrstuhltür aufzudrücken.
Schließlich öffnete sie sich. Vor uns sahen wir eine Wand, eine Gipswand. Jan zog den Stiel von seinem Wischer ab, um damit die Tür aufzuhalten. Auf die Wand vor uns war die Zahl 50 gesprüht. Wir waren also im 50. Stock. Die Männer sitzen auf der 50. Etage in der Falle. Dieses Stockwerk hat keine Türen. Es ist eine tödliche Sackgasse. Ein paar Ebenen tiefer bleibt Bruno Delangy immer noch gelassen. Mir entging völlig, dass ich in Gefahr war. Ich war davon überzeugt, dass nichts die Twin Towers bedrohen könnte. Meiner Ansicht nach waren wir absolut sicher. Aber dann hatte ich plötzlich eine Art sechsten Sinn. Ich weiß nicht, woher das kam. Bruno, wir müssen hier schnell raus. Ich war nicht wirklich besorgt und rechnete damit, dass wir bald zurückkehren würden. Ich sah mir das Büro noch mal an und dann schloss ich die Tür ab. Um 8.56 Uhr erreicht Jay Jonas mit seiner Crew den Fuß des Nordturms. In wenigen Momenten werden die Einsatzkräfte die Tore zur Hölle aufstoßen. Wir fuhren mit dem Löschfahrzeug zum World Trade Center. Menschen rannten uns auf der Straße entgegen. Wir navigierten den Truck quasi durch die Massen, die vom Unglücksort flohen. Schließlich erreichten wir den vorderen Eingang. Dort waren zwei Personen mit schlimmen Verbrennungen. Schon musste ich die erste Entscheidung treffen. Sollte ich bleiben und den beiden helfen oder nach oben gehen, wo ich vielleicht mehrere hundert Menschen retten könnte? Im 50. Stock des Nordturms sind John Pekowski und Colin Richardson mit Jan, dem Fensterputzer, im Fahrstuhl gefangen. Ich sage oft zu Leuten, du weißt nicht, was dich einmal retten wird. Halte immer die Augen offen. Es ist komisch. An jenem Tag war es ein Fensterabzieher. Es war bemerkenswert. Ich kramte in meiner Aktentasche nach irgendetwas, das uns nützen könnte. Jan stand neben mir. Er war unglaublich ruhig. Natürlich hatte er genauso viel Angst wie wir. Er nahm wortlos den Abzieher. Es war genau das richtige Instrument. Genau das, was wir in diesem Moment brauchten. So ein Abzieher besteht ja aus einem Teil mit Gummi und Metall und einem Stiel. Zwei Teile. Und das Metallstück, das hat natürlich eine scharfe Kante. Jan holte den Wischer aus seinem Eimer, zog die Klinge ab und begann damit, ein Loch in die Wand zu hacken. Er ackerte wie besessen. Es sah gefährlich aus und wir traten einen Schritt zurück. Dann arbeiteten wir abwechselnd. Geniale Idee, die Klinge vom Wischer abmontieren und versuchen, damit ein Loch zu machen. Nach einer Weile war es tatsächlich so groß, dass frische Luft in die Aufzugskabine kam. Aber dann fiel der Wischer runter. Da war eine Lücke, ja, eine kleine Lücke zwischen der Kabine und der Wand des Fahrstuhlschachts. Die Klinge war weg. Wir waren verzweifelt. Doch Jan, wieder ohne ein Wort zu sagen, holte aus seinem Eimer den Griff des Wischers raus. Mit ihm ritzten wir ein Kreuz in die Wand, so tief wir nur konnten. Dann traten wir gegen die Wand, bis das Loch groß genug war, um durchzuklettern. Bruno Delangy befindet sich in einem Dilemma. Soll er der Menge der fliehenden Menschen folgen oder einer Eingebung vertrauen? Auf dem Gang sah es bereits verheerend aus. Alles war kaputt. Deckenplatten lagen auf dem Boden, zusammen mit Trümmern und Schutt. Flüssigkeiten sickerten aus den oberen Stockwerken durch. Es stank nach Kerosin und der Rauch war so dicht, dass man kaum noch was sah. Ich traf auf eine Gruppe, die nach unten wollte. Sie liefen zu einem Treppenhaus, von dem ich zwar wusste, das wir aber bei den Evakuierungsübungen nie genutzt hatten.
Beim Probealarm hatte man uns immer gesagt, wir sollten das mittlere Treppenhaus benutzen. Dort wollte ich hin. Wir machten uns alle gleichzeitig auf den Weg. Aber die anderen starben, während ich noch am Leben bin. Télanger trifft eine Entscheidung, die sein Leben rettet. Er beginnt den langen Abstieg aus dem 47. Stock. Die Luft im zentralen Treppenhaus ist voll von beißendem Qualm und Staub. Doch das Schlimmste steht ihm noch bevor. Um 9.03 Uhr rast United Airlines Flug 175 mit fast 950 Kilometern pro Stunde in den Südturm. In Sekundenbruchteilen verschwindet die Maschine im Gebäude. Die 36.000 Liter Treibstoff, die sie an Bord hat, entzünden sich in einer riesigen Explosion. In diesem Moment macht sich Bruno Délanger im Nordturm auf seinen langen Weg durchs Treppenhaus. John Pekowski und Colin Richardson kämpfen sich durch die Wand im 50. Stock. Jay Jonas betritt die Eingangshalle des Nordturms. Und auf der 84. Etage des Südturms findet sich Brian Clark knapp über der Einschlagzone wieder. Boom, 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 boom. Wieder diese doppelte Explosion. Der Raum, in dem Bob und ich uns befanden, fiel einfach in sich zusammen. Die Deckenplatten kamen runter, die Leitungen der Klimaanlage, Lampen und Lautsprecher. Alles passierte innerhalb einer Sekunde. Ein letztes Mal korrigiert die Boeing 767 ihren Kurs und schlägt zwischen der 77. und der 88. Etage in den Turm ein. Ich wartete auf die Anweisungen unseres Einsatzleiters P. Hayden, dem Vizechef der 1. Division, als ich einen riesigen Schatten bemerkte. Dann hörte ich eine heftige Detonation und sah brennende Trümmer vor dem Gebäude herabstürzen. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Vielleicht war etwas explodiert. Ein Mann kam von draußen reingerannt und sagte, ein zweites Flugzeug sei soeben in den Südturm gekracht. In dem Moment wusste ich, dass es ein Anschlag war. Für 5 Sekunden schwankte das Gebäude ungefähr 2 Meter nach Westen. Es verharrte kurz und kam dann nach weiteren 5 Sekunden zurück in die Vertikale. Man hörte den Stahl knarren und dann eine Art Einrasten, als er sich wieder gesetzt hatte. Da überkam mich ein Gefühl und ich dachte, Brian, dir wird nichts passieren. Und ich beruhigte mich. Einer der Feuerwehrleute der 1. Rettungsmannschaft blickte hoch und sagte, kann sein, dass wir das heute nicht überleben. Wir hielten einen Moment inne. Ich sagte, da hast du recht, das könnte sein. Wir reichten uns die Hände und wünschten uns gegenseitig Glück. Ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder. Es ist gut, euch zu kennen. Ich bin der Einzige aus dieser Gruppe, der überlebt hat. Alle anderen starben. Einige liefen die Treppen hinab, andere gingen nach oben. Verletzte wurden nach unten getragen. Menschen mit schweren Verbrennungen auf der Haut, den Haaren, im Gesicht. Jeder wusste, wie ernst die Lage war. Trotzdem blieben alle ruhig. Die Leute, die von oben kamen, freuten sich, uns zu sehen. Zum einen, weil sie nun wussten, dass es einen Ausgang gab. Wenn wir ins Gebäude hineingekommen waren, würden sie es auch verlassen können. Außerdem war es für sie ein Zeichen der Hoffnung. Die Kavallerie ist eingetroffen. Wir gehen da hoch und alles wird gut. Während ich nach unten um mein Leben lief, ging dieser Mann nach oben auf den Tod zu.
Das machte mich fertig. Die Feuerwehrleute konnten an diesem Tag doch kaum etwas ausrichten. Bestenfalls ihr Pflichtbewusstsein zeigen, ihren Heldenmut, ihre Opferbereitschaft. Zeigen, dass sie nicht einfach zusehen können, dass sie helfen wollen. Gefangen oberhalb der Einschlagzone schaut Brian Clark die Überlebenden um sich. Gemeinsam beschließen sie, trotz des Feuers den Abstieg zu wagen. Ich ging vorweg mit meiner Taschenlampe. In der 81. Etage begegnete uns eine kräftig gebaute Frau. Sie war auf dem Weg nach oben und stellte sich mir resolut in den Weg. Nach unten kommt man nicht, sagte sie. Da unten brennt es. Alles ist voller Rauch. Wir müssen weiter nach oben. Ein Hämmern auf unserer Ebene lenkte mich ab. Ich hörte laute Schläge und gedämpftes Rufen. Hilfe, ich bin hier gefangen. Ist da jemand? Ich bekomme keine Luft. Derweil kehrten meine Begleiter um und liefen wieder nach oben. Keiner von ihnen hat diesen Tag überlebt. Während Brian Clark sich um den eingeschlossenen Mann kümmert, versuchen seine Kollegen, aufs Dach zu gelangen. Doch die Flammen drängen die Rettungshubschrauber immer wieder zurück. Hilflos müssen die Einsatzkräfte an Bord der Helikopter die Tragödie mit ansehen. In auswegloser Lage und verzweifelt stürzen sich etwa 200 Menschen in die Tiefe. Allein, zu zweit oder in Gruppen. Der Mann, der um Hilfe rief, war vielleicht 20 Meter entfernt. Ich folgte seiner Stimme, um ihn zu finden. Er dirigierte mich durch die Dunkelheit. Nach links, nein, hierher. Sehen konnte man nichts. Als ich fast bei ihm war, sagte er, sehen Sie meine Hand? Und tatsächlich, unten am Boden winkte aus einem Loch in der Wand eine Hand. Ich leuchtete sie mit meiner Lampe an, den Arm hinauf. Schließlich schien meine Lampe durchs Loch direkt in seine Augen. Und dann rief dieser völlig Fremde, Halleluja, ich bin gerettet. Ich sagte, Sie müssen über diese Wand rüber, anders kommen Sie da nicht raus. Er sprang, aber ich erwischte ihn nicht und sagte, Sie müssen es schaffen. Wieder sprang er hoch und dieses Mal bekam ich ihn unter den Armen zu fassen. Ich hob ihn langsam an und zog ihn über die Wand. Ein Schreibtisch kippte, wir stürzten. Er fiel auf mich und gab mir einen dankbaren Kuss. Ich wich ein Stück zurück, staubte mich ab und sagte, ich heiße Brian. Und er, ich bin Stanley. Wir sind jetzt Brüder fürs Leben. Okay, sagte ich, wir sind Brüder. Ich bemerkte eine kleine Wunde auf meiner rechten Handfläche. Auch er hatte eine Wunde auf seiner Hand. Dann machte ich was, was man in einer solchen Situation eigentlich nicht tun sollte. Ich rieb meine Hand an seiner. Nun waren wir also Blutsbrüder, dieser Fremde und ich. Noch heute ist Brian Clark fasziniert, wenn er diese Geschichte erzählt. Eine wundersame Geschichte. Stanley, der einzige Überlebende aus seinem Büro, glaubt, dass ein Engel im letzten Moment den Flügel der Boeing anhob, um ihn zu retten. Stanley arbeitete für die Fuji Bank. Sein Büro lag im 81. Stock des Südturms mit Blick auf den Hafen. Das Telefon klingelte, er nahm ab. Eine Frau aus der Niederlassung in Chicago meldete sich. Ich wollte nicht, dass jemand das Gespräch annimmt. Alle sollten das Büro verlassen. Warum? Unser Gebäude ist sicher, antwortete Stanley. Sie verstehen nicht. Ein Flugzeug ist in den Nordturm geflogen. Sie müssen raus. Er schaute aus dem Fenster. Aus der Richtung des Hafens, über die Freiheitsstatue fliegend, näherte sich die zweite Maschine. Er wusste nicht, was geschah, doch langsam begriff er. Das Flugzeug kam immer näher und ihm wurde klar, was passieren würde, doch er hatte Glück. Im letzten Moment kippte die Maschine zur Seite. Die rechte Flügelspitze hob sich, die linke Tragfläche neigte sich abwärts. Er ist ein sehr gläubiger Mann. Die Bibel lag geöffnet auf dem Schreibtisch, unter den er sich duckte und rief, Herr, ich bin in deinen Händen. Abgeschnitten von der Außenwelt, gefangen im Fahrstuhl auf der 50. Etage des Nordturms, vor sich eine Gipswand, weiß John Pekowski, dass etwas geschehen muss.
Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, ob der Fahrstuhl in seiner Position bleiben würde. Wir hatten tatsächlich Sorge, dass die Kabel durchtrennt sein könnten und er irgendwann in die Tiefe stürzen würde, weil die Notbremse sich lösen könnte. Wir waren entschlossen, so schnell wie möglich da rauszukommen. Ich weiß noch, wie John uns antrieb. Er sagte, wir müssen hier raus. Von dem Moment an arbeiteten wir wirklich zusammen. Wir traten gegen die Wand, immer und immer wieder. Ich verletzte mich sogar. Wie ich später feststellte, brach ich mir tatsächlich einen Fußknochen. Aber wir schafften es, eine ausreichend weite Öffnung in die Mauer zu zwingen. Es war ein recht großes Loch, vielleicht 50 mal 40 Zentimeter. Nachdem wir die erste dicke Schicht durchbrochen hatten, standen wir vor der nächsten Wand. Aber die war wesentlich dünner als die erste. Ich glaube, ich war derjenige, der die zweite Wand durchtrat. Wir schauten durch das Loch und erkannten eine Damentoilette. Sie hatte rosafarbene Fliesen. Über dem Loch war ein Waschbecken und wir krochen nacheinander aus dem Fahrstuhl raus. Ich verließ ihn als Letzter. Dann gab ich Jan den Griff seines Wischers. Den wirst du eines Tages haben wollen, sagte ich zu ihm. Er nahm ihn mit. Heute ist er im Museum der 9/11-Gedenkstätte ausgestellt. Im Südturm sitzen 619 Menschen oberhalb der 83. Etage in einer tödlichen Falle. Es dauert 60 Minuten, bis Stanley und Brian die 80 Etagen herabgestiegen sind. Nur 4 Überlebende aus den oberen Stockwerken schaffen es bis in die Eingangshalle, wo absolutes Chaos herrscht. Es ist 9.59 Uhr. Ein Feuerwehrmann sagte zu uns, wenn ihr hier rausgeht, müsst ihr rennen. Was meinen Sie, fragte ich. Es fallen Trümmer runter, erklärte er. Ich fragte, soll ich nach oben schauen? Nein, renn einfach. Das konnte ich aber nicht. Ich öffnete die Tür einen Spalt und sah hoch. Nichts, was uns treffen könnte. Also fragte ich, Stanley, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann los, sagte ich. Und wir rannten. Wir rannten Richtung Süden, 2 Blocks weit, bis hinter die Kirche. Dann stoppten wir. Stanley brach in Tränen aus. Dieser Mann hat mein Leben gerettet, rief er. Darauf ich, Stanley, vielleicht hat dein Hilferuf in der 81. Etage mein Leben gerettet. Zu dem Zeitpunkt standen beide Türme noch. Im Nordturm machen die Menschen Platz für die Rettungskräfte, für die Brandopfer und andere Verletzte, die nach unten kommen. Es herrscht totales Chaos im mit Rauch gefüllten zentralen Treppenhaus, durch das Bruno Delanger schließlich ins Freie gelangt. Ich ging ein paar Schritte, drehte mich um und blickte hoch. Der Turm stand in Flammen. Ich traute meinen Augen nicht. Oranges Feuer, schwarzer Rauch. Ich lief weiter und schaute nochmal zurück. Ich konnte nicht glauben, welches Bild sich mir bot. In diesem Moment stürzte der zweite Turm ein. Um 9.59 Uhr, 56 Minuten nach dem Aufprall, kollabiert der Südturm. Der zweite Turm, der getroffen wurde, fällt als erster. Die Spitze des Gebäudes schwankte ein wenig. Dann boom, 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 Stockwerk für Stockwerk fiel es in sich zusammen. Stanley und ich verließen den Südturm 4 oder 5 Minuten, bevor er einstürzte. Wir hatten wirklich großes Glück. Ich überlegte, wo ich mich unterstellen könnte, wenn ich schnell genug wäre. Dann sah ich einen Raum mit einem Geldautomaten. Er war von Säulen gestützt. Dort wäre ich sicher, glaubte ich. Immer näher kam das Monster. Dann schlug es plötzlich zu. Ich fand mich mitten in einem Strudel von Gewalt wieder. Was auf der Straße war, wurde gegen die Fassaden geschleudert und gegen mich. Dann wurde es dunkel.
Stellen Sie sich die schwärzeste Nacht vor. Es war noch dunkler. Und dann nichts mehr. Die Luft war so dick, dass sich nichts mehr regte. Jedes Geräusch wurde geschluckt. In diesem Moment dachte ich, nun ist alles vorbei. Ich dachte, ich wäre tot. Bruno Delangy verschwindet in einer gigantischen Staubwolke. Währenddessen bahnt sich Captain J. Jonas im Nordturm seinen Weg nach oben. Ich hatte den 27. Stock erreicht, als ich ein lautes Grollen außerhalb des Gebäudes hörte. Der Turm schwankte. Wir fühlten uns wie auf einem Schiff bei Seegang. Mir war klar, dass uns nur noch wenig Zeit blieb. Dass wir es vielleicht nicht mehr schaffen würden, das Gebäude zu verlassen. Verwirrung, wohin ich auch sah. Man hörte die Walkie-Talkies der Feuerwehrleute. So viele Menschen, die über Funk miteinander sprachen. Ich bekam mit, dass alle Feuerwehrleute den Befehl zum Rückzug erhielten. Es war eine Anweisung zur Evakuierung. Ich sagte meinen Leuten, dass wir unsere Mission nicht mehr erfüllen könnten und es Zeit sei, das Gebäude zu verlassen. Wir kehrten um und liefen im Treppenhaus B des Nordturms nach unten. Eine mehr als 500 Meter hohe Säule aus brennend heißem Rauch, zersplittertem Glas und verformtem Metall umhüllt das gesamte Areal. Bruno Delangy ist ein zweites Mal gefangen, ganz allein hinter einer Säule in der Chase Bank. Plötzlich sah ich einen Streifen Licht, ein blasses, leicht gelbes Leuchten. Ich weiß nicht warum, aber mir schien, dass der Staub eine Gelbfärbung hatte. Alles war gelb, vom Staub. Das Atmen fiel mir zunehmend schwer. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Ein FBI-Agent in der Bank sah mich und zog mich ins Haus. Erst dort bekam ich wieder Luft. John Pekowski und Colin Richardson sind aus dem Lift im Nordturm entkommen. 45 Minuten dauert ihr Weg ins Erdgeschoss. Was sie dort sehen, ist apokalyptisch. Wir erreichten die Plaza, die völlig unter Trümmern, Betonteilen, Schreibtischen und Stahlträgern begraben lag. Als hätte ein Riese mit seiner Hand das World Trade Center zermalmt. Draußen vor den Fenstern standen die Ersthelfer, Polizei und Feuerwehr, die diejenigen in Empfang nahmen, die wie wir das World Trade Center verließen. Man konnte kaum etwas erkennen. Die Menschen waren völlig desorientiert. Sie packten uns buchstäblich an den Schultern und dirigierten uns in Richtung der Rettungskräfte. Ich vermute, viele dieser Leute haben es nicht überlebt. Eingeschlossene im Gebäude, Feuerwehrleute im Einsatz. Der Tod hat mit niemandem Erbarmen. Im Nordturm erreichen J. Jonas und seine Kollegen währenddessen den 20. Stock. In der 20. Etage trafen wir auf eine Frau. Sie stand in einer Tür und weinte. Es war Josephine Harris, eine Buchhalterin der Hafenbehörde. Sie kam aus dem 73. Stock. Gemeinsam stiegen wir weiter die Treppe hinab. Josephine konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Wir mussten ihr helfen.
Die Uhr tickte, während wir uns bis runter zur vierten Etage vorarbeiteten. Für Captain J. Jonas, sein Team und Josephine Harris, die nur langsam vorankommt, ist es ein Rennen gegen die Uhr und gegen den Tod. Ich hörte Schreie aus der Bank. Jemand sagte, wir sollten ins Kellergeschoss gehen. Da, wo sich die Safes befinden, wären wir geschützt. Einige sagten, der erste Turm würde einstürzen. Der Gedanke daran ließ mich verzweifeln. Von seinem sicheren Posten in der Bank aus wirft Bruno Delanger einen letzten Blick auf den Turm, in dem er seinen amerikanischen Traum gelebt hatte. Als wir die vierte Etage erreichten, sank Josephine Harris zu Boden. Sie beschwor uns, wir sollten ihr nicht hochhelfen. Sie wollte, dass wir ohne sie weitergehen. Aber das konnten wir nicht. Josephine Harris wurde unsere Mission. Uhr 10:28, 102 Minuten nach dem Einschlag. J. Jonas und seine Crew und Josephine Harris sind noch in der vierten Etage, als der Nordturm in sich zusammenfällt. In nicht einmal 10 Sekunden stürzen 300.000 Tonnen Stahl, Beton und Glas herab. Hunderte von Beschäftigten und Feuerwehrleuten werden von den zusammensackenden Geschossen erschlagen. Eine Todesfalle für alle, die nicht rechtzeitig fliehen konnten. Ich lief gerade am Wintergarten vorbei, als ein furchtbares Dröhnen begann. Ich drehte mich um und sah, wie Turm 1 des World Trade Centers einstürzte. Ich hörte dieses schreckliche Geräusch. Das entsteht, wenn ein Gebäude Stockwerk für Stockwerk in sich zusammenfällt. Die Twin Towers sind eine revolutionäre Konstruktion aus Stahl und Beton, umhüllt von Fassaden aus Aluminium und Glas. Nichts sollte ihnen etwas anhaben können. Keine Attacke, kein Anschlag, nicht einmal ein Flugzeug. Doch die Zerstörung durch die Boeing 767, die mit einer Geschwindigkeit von 750 km/h und 38.000 Litern Treibstoff im Tank in den Nordturm rast, ist total. Binnen Sekunden sind im Einschlagbereich die Stahlträger des Außenskeletts und ein Großteil des inneren Trägerkerns zerstört. Den Rest erledigt das Feuer. Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius halten auch die verbliebenen Pfeiler nicht mehr stand. Sie knicken nach innen weg. Dem eigenen Gewicht nachgebend fällt der Turm in sich zusammen. Dann kam die nächste Katastrophe. Es war der pure Terror. Eine brutale Schockwelle, gefolgt von dieser intensiven Dunkelheit und absoluter Stille. Ich machte mir auch Sorgen um meine Angestellten. Ich wusste nicht, ob sie noch da drin waren. Tausende Menschen waren tot. Das war sicher. Was ist passiert? Es ist eingestürzt. Die oberen Etagen kamen runter. Ich sah die Explosion und rannte, so schnell ich konnte. Ich bin 69. Zum Glück kann ich noch rennen. 106 Etagen stürzen über ihnen zusammen. Doch wie durch ein Wunder haben Captain J. Jonas, seine Crew und Josephine überlebt. Sie sind eingeschlossen in einer Blase aus Beton und Trümmern im vierten Stock. Ich hatte keine Ahnung, wie es draußen aussah. Wir saßen in diesem kleinen Kokon und wir waren am Leben. Unmöglich, dass das ganze Gebäude in sich zusammengefallen war.
So the whole building could not have collapsed. Captain Jay Jonas weiß nicht, dass oberhalb der vierten Etage nichts mehr ist. Der Nordturm ist verschwunden. Wir merkten, dass wir festsaßen. Wir kamen nicht raus. Wir waren gefangen. Normalerweise bin ich ja am anderen Ende. Ich bin einer der Retter, nicht jemand, der gerettet werden muss. Es erschien mir unwirklich, dass ich nun via Funk einen Notruf absetzen musste. Mayday, Mayday, Mayday. Hier spricht der Einsatzleiter der 6. Einheit. Wir sind im Nordturm, Treppenhaus B, 4. Etage. Wir sind gefangen. Der Mann, der meinen Notruf annahm, fragte, wo ist der Nordturm? Ich traute meinen Ohren nicht. Der Nordturm ist das große Gebäude an der Ecke, nicht zu verfehlen. Und da draußen versuchten sie herauszufinden, wo in diesem gigantischen Schuttberg der Nordturm war. Um 11 Uhr kann Captain Jay Jonas endlich Funkkontakt herstellen. Doch es gelingt nicht, seine kleine Truppe inmitten von hunderttausenden Tonnen Schutt zu orten. Es gibt nichts mehr, woran man sich orientieren könnte. Das World Trade Center existiert nicht mehr. Ich verließ die Bank und ging nach Hause. Schutt lag kniehoch auf der Straße. Alles lag auf der Straße. Trümmer, Schuhe, Kleidung, Papiere, Knäuel aus Stahlträgern und anderes mehr. Die Menschen, die mir entgegenkamen, machten einen großen Bogen um mich oder wichen ängstlich zurück. Ich sah aus wie ein Gespenst. Von oben bis unten voll Staub. Die Leute wichen vor mir zurück. Dabei hoffte ich so sehr, dass mich jemand in die Arme nehmen und trösten würde. Ein Ruinenfeld. Ein Sarg aus Beton und zermalmtem Stahl für tausende pulverisierte und verbrannte Opfer. Menschen, die von einem Moment auf den anderen nicht mehr existieren. Das World Trade Center ist verschwunden. Geblieben ist nur ein düsterer Ground Zero. Ein Trümmerfeld, ein Niemandsland. Und doch geschieht mitten in diesem Chaos ein Wunder. Nach etwa 4 Stunden hatte sich der Rauch verzogen und der Staub gelegt. Ein Sonnenstrahl fiel auf den Boden. Ich blickte hoch und sah ein Stückchen blauen Himmel. Ich sagte zu meinen Leuten, da waren mal 106 Stockwerke über uns und jetzt sehe ich die Sonne. Ich glaube, wir sind auf dem Dach des World Trade Centers. 5 Stunden und 15 Minuten nach dem Aufprall können Jay Jonas und seine Einsatztruppe und Josephine Harris endlich aus den Ruinen befreit werden. Einer nach dem anderen kletterte am Seil hoch. Ich war der Letzte. Ich suchte mir den Weg zur Kommandozentrale, die sich jetzt auf einem Löschfahrzeug befand. Chief Hayden stand oben bei den Kollegen. Ich stand unten und schaute zu ihm hoch. Wir blickten uns an und uns beiden kamen die Tränen. Er sagte, Jay, wie schön, dich zu sehen. Ja, gut, hier zu sein. Ich salutierte und sagte, meine Jungs sind durch. Wir sind fertig für heute. Klar, antwortete er. Geht rüber zur Ambulanz und lasst euch versorgen. Am 11. September verlieren 343 Feuerwehrleute, ihre Kollegen, Freunde und Brüder ihr Leben. Als erstes nahm ich eine Dusche. Eine Ewigkeit ließ ich das heiße Wasser an mir runterlaufen. Es musste eine heiße Dusche sein, denn sie sollte all den Schrecken, die Traurigkeit und die Asche abwaschen, die an mir hafteten. Dann brachte das Fernsehen die ersten Bilder. Ich saß da und sah sie, immer und immer wieder. Ich versuchte zu begreifen, was geschehen war.
Stundenlang verfolgte ich die Ereignisse, zutiefst schockiert von dem, was ich erlebt hatte. Erst einer und dann der andere. Eine brutale Orgie des Terrors und des Leids, die der Präsident heute Abend zu rächen versprach. Hunderte von Feuerwehrleuten und anderen Rettungskräften tun, was sie können. Doch sie kämpfen vergebens. Nach Captain Jay Jonas, seiner Crew und Josephine Harris werden nur noch drei weitere Personen lebend geborgen. Man kann sagen, dass wir wegen Josephine Harris zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Genau dort beschloss sie, nicht weiterzugehen. Ohne sie wären wir bereits weiter unten gewesen. Wer das Foyer erreicht hatte, war verloren. Dort kam niemand mehr raus. Die Feuerwehrmänner geben Josephine Harris den Spitznamen Unser Schutzengel. 10 Jahre später begleitet sie die gesamte Abteilung der Ladder Six Company auf ihrem letzten Weg. Was wäre passiert, wenn ich nach rechts ins Treppenhaus C gegangen wäre und nicht links zum Treppenhaus A? Was wäre geschehen, wenn wir der kräftigen Frau erst eine Etage tiefer begegnet wären? Dann hätte ich Stanleys Stimme nicht gehört. Es gibt so viele Was-wäre-wenn-Fragen zu diesem Tag, die sich nicht beantworten lassen. In diesen schrecklichen Tagen habe ich viel gelernt. Über Menschlichkeit, über unsere unglaubliche Fähigkeit, sich den Widrigkeiten zu stellen und immer von Neuem anzufangen. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Heute, 20 Jahre später, ist es dieser Optimismus, der mich antreibt. Nicht der Abgrund der Unmenschlichkeit, in den wir an diesem Tag geblickt haben. Wir alle können unser Schicksal selbst bestimmen. Jeder von uns hat die Wahl. Bruno Delanger, Brian Clark, John Pekowski, Colin Richardson und Jay Jonas waren im Zentrum des Infernos, gefangen in den Twin Towers. Ihr Mut, ihre Solidarität, ihr Pflichtbewusstsein und pures Glück ließen sie überleben.